Thema heute: In Wolfs Revier ist die Regionalliga Nordost der Herren. Nicht weniger als 4 Mannschaften aus Berlin tummeln sich in dieser Liga. Nimmt man die beiden Rand-Berliner Vereine Babelsberg 03 und Optik Rathenow nur dazu, ist man schon bei 6 Teams in einer 18er Liga. Für mich ist die Regionalliga Nordost so ein bisschen der Vorwurf zur Hölle. Alle Mannschaften müssen eigentlich sehen, dass sie aus dieser Liga rauskommen, weil sie organisatorisch und wirtschaftlich eine hohe Anforderung an die betreffenden Teams stellt. Wenn man sich vielleicht noch als Ausbildungsverein positionieren kann, wie Optik Rathenow oder die Amateure von Hertha BSC, dann kann man in dieser Liga noch seine Rolle finden. Ansonsten muss man immer wieder versuchen, den Weg nach oben anzugehen. Problem an der ganzen Sache ist und Krux der ganzen Geschichte ist, dass man Erster werden muss. Man wird in einem Relegationsspiel dann nochmal beweisen müssen, ob man die Chance hat, wirklich in die dritte Liga zu kommen. Das ist natürlich für alle Vereine, die wirklich vorher schon sehr viel investiert haben, eigentlich ein Unding. Umso erfreulicher ist, dass nach 5 Spieltagen 2 Berliner Teams von der Tabellenspitze grüßen. Keiner hätte erwartet, dass BHK diesmal so einen guten Start hinlegen könnte. Nach dem Abgang von Jens Hertel und der wirklich famosen letzten Saison mit dem bis heute noch traumatischen Erlebnis für Tim Wiese bei Hoffenheim ist, sag mal, eine gute Mannschaft zusammengestellt worden, die vom Kader her personell wirklich vieles verspricht. Sie haben mit Serhat Akin noch einen Spieler dazu bekommen, der sogar Champions League bereits gespielt hat, der 16-facher Nationalspieler ist und den Kader verstärken soll. Ob das am Ende wirklich passt, abzuwarten ist das. Ich vermute fast, dass es auch ein Stück weit ein PR-Gag, der aber natürlich gut angekommen ist, gerade in der Community als multikultureller Verein in Berlin. Mit Engin Janova hat man einen sehr guten Coach verpflichtet, der es geschafft hat, aus dieser Ansammlung von guten Namen wirklich auch eine gute Truppe zu machen. Als zweites vorne mit dabei sind die Amateure vom 1. FC Union. Der Weltenbummler Robert Jasper, den ich persönlich sehr schätze, hat es geschafft, dort diese gute Nachwuchsarbeit der Unioner auch mit rüberzunehmen in die Regionalliga. Es wird sicherlich so sein, dass sie am Ende nicht im Vorderfeld der Tabelle zu finden sind, aber sie haben einen sehr wirklich guten Saisonstart hingelegt. Noch ungeschlagen, aber mit noch keinem Sieg ist der FC Viktoria 89 Saison gestartet. Ich tue mich immer noch schwer mit dem Namen. Nach der Fusion mit dem Lichterfelder FC ist dort ein Großverein entstanden, der die dritte Kraft in Berlin werden möchte. Die Voraussetzungen sind sicherlich ideal. Klar ist aber auch, dass das keine Liebesheirat war der beiden Clubs, sondern eher eine Vernunftsehe und sag mal, man es schaffen muss, die gute Nachwuchsarbeit in die Männer zu integrieren. Aus meiner Sicht muss man auch versuchen, sich daran zu orientieren, dass man ein Berliner Verein ist und dass man aus Berlin hier sich die Kraft holen kann. Mit dem sportlichen Leiter aus Siegen ist ein Schritt gemacht worden, der jetzt erstmal zu überprüfen ist, ob das wirklich so hinhaut. Und mit Thomas Herbst hat man sicherlich auch nicht den Ausbildungstrainer an der Spitze der Pyramide. Aber bisher hat er immer seine Aufgaben bravourös gemeistert und ich traue der Mannschaft durchaus zu, eine gute Rolle in der Saison zu spielen, aber aufsteigen wird die Mannschaft in diesem Jahr nicht. Nicht so gut in die Saison ist die Amateurmannschaft von Hertha BSC gekommen. Man muss aber allerdings dazu sagen, dass es einen großen Umbruch gegeben hat. Es fing an beim Trainer, der jetzt neu mit dabei ist, der letztes Jahr noch die A-Jugend vor dem Abstieg gerettet hat und einer sehr, sehr jungen Mannschaft. Wirklich mit einigen noch A-Jugend spielberechtigten Akteuren versuchen sie die Liga zu halten. Ich glaube sogar, dass das gelingen wird, weil die Liga in der sag mal Spitze sehr eindeutig besetzt ist, aber auch in der Tiefe der Tabelle sehr viele Mannschaften hat, die ausgeglichen sind. Dazu kommt, dass natürlich immer mal wieder Profi-Unterstützung angesagt ist und es am Ende dann reichen wird, in der Liga zu bleiben. Vielleicht wird es sogar so sein, dass der ein oder andere Verein aufgrund der großen Anforderungen in der Liga dann schon mal die Segel streicht und von selbst sagt, dass sie, sag mal, in der Regionalliga nicht weiter spielen wollen. Das ist alles möglich. Das ist leider eine Geschichte der Liga, die weniger schön ist.